Das Thema beschäftigt nun wirklich fast alle. Weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs auf der Schiene in Deutschland stehen seit heute Morgen wieder still. Grund ist der 35-stündige Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im festgefahrenen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Seit 2 Uhr heute Nacht läuft der Notfahrplan. Erst am Samstag soll dann der Bahnverkehr wieder ganz wie gewohnt laufen, heißt es da. Im Güterverkehr hatte der Streik bereits gestern Abend begonnen. Die GDL fordert unter anderem eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Schlichter hatten zuletzt eine Absenkung auf 36 Stunden vorgeschlagen. Das hat die GDL angeblich abgelehnt. Ja, und der Mann, der das alles maßgeblich mit in der Hand hat, heißt Klaus Wieselski, Vorsitzender der GDL. Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Oppel. Herr Wieselski, die GDL beharrt ja in diesem Tarifkonflikt auf ihrer Maximalforderung von 35 Wochenstunden. Dabei hat die Deutsche Bahn ja eben, haben wir eben angesprochen, 36 Stunden bis zum Jahr 2028 angeboten, was Sie, Herr Wieselski, erst gar nicht so richtig registriert hatten und dann danach abgelehnt haben. Also Sie wollen offensichtlich da keinen Kompromiss, sondern Sie wollen in dieser Frage durchregieren. Nein, Sie müssen gut zuhören. Die PR-Abteilung der DBAG macht das ganz fein ziseliert. Herr Staus sagt, wir hätten das Papier der Moderatoren unterschrieben. Und wir haben am Dienstag vorige Woche das Papier der Moderatoren abgelehnt. Und zwar nicht wegen den 2 Stunden Wochenarbeitszeitabsenkung, sondern wegen einer ganzen Reihe anderer Punkte. Das Papier ist von uns abgelehnt worden. Die Deutsche Bahn, Herr Seiler, hat bis einschließlich heute eben nicht 2 Stunden Absenkung in den Verhandlungen angeboten. Wir sind die ganze Zeit im Gespräch, aber es ist eine unverrückbare Position auf der anderen Seite vorhanden. Und jetzt versucht man es wieder mit einem PR-Trick, die Menschen gegen uns aufzubringen. Die GDL ist kompromissbereit. Wir haben angeboten, den Einstieg in die schrittweise Absenkung erst in 2026 zu beginnen. Und wären dann bereit, in 3 Schritten bis 2028 die 35-Stunden-Woche zu erreichen. Herr Seiler hat nichts von dem angeboten. Aber das Papier, das eine ganze Reihe anderer Elemente beinhaltete, die wir nicht akzeptiert haben, das wird jetzt so verwendet, um so zu tun, als hätte die Deutsche Bahn AG die 2-Stunden-Absenkung angeboten. Hat sie nicht. Hm. Ja, vielleicht nicht so im Detail, Herr Wieselski, aber es ist doch klar, dass die Bahn im Prinzip die ganze Zeit schon auf Sie zukommt und dass Sie in dieser Frage 35-Stunden-Woche aber offenbar nicht kompromissbereit sind. Nein, die Bahn kommt nicht auf uns zu in der Frage der 35-Stunden-Woche. Sie stellt sich einfach ins Fernsehen und sagt, das geht nicht. Derselbe Mann, Herr Seiler, der 25.000 Einstellungen pro Jahr macht, behauptet einfach, dass von heute an in 4 Jahren die Erreichung der 35-Stunden-Woche nicht möglich ist, weil er die Leute nie einstellen kann. Seit Jahren stellt er zwar viele Leute ein, aber im direkten Bereich, Lokführer, Zugbegleiter, Wagen, Schlosser, Mechatroniker, im Prinzip auch Fahrdienstleiter, überall Personalengpässe. Das ist eine verfehlte Personalpolitik und die soll hier überdeckt werden unter der Überschrift, die Deutsche Bahn ist was anderes, sie muss was anderes bekommen. Und das soll sie nach unserem Verständnis nicht, obwohl wir bereit sind, Kompromisse einzugehen. Herr Wieselski, wie gut ist denn eigentlich Ihre Streikkasse gefüllt? Also wie lange können Sie das jetzt durchhalten, wenn Sie so weitermachen? Nun, es geht nicht darum, wie lange wir das durchhalten können. Zur Konfliktsituation bei der Deutschen Bahn AG gehören immer 2. Nämlich das Management, das hier Steuergelder verbrennt, sinnloserweise. Wir könnten uns lange einigen. 28 Eisenbahnverkehrsunternehmen haben eine Einigung. Viele davon, ohne überhaupt in den Arbeitskampf hineinzugehen, weil sie sagen, es ist eine Chance, endlich mehr Eisenbahnerinnen und mehr Eisenbahner in die Schichtsysteme hineinzubringen, indem wir diese Berufe und die Arbeitszeiten attraktiver gestalten. Die Deutsche Bahn will einfach nicht. Sie will unbedingt was anderes. Und das können wir und wollen wir auch nie zulassen, weil wir im Markt auch die Wettbewerbsgleichheit zu beachten haben. Die Deutsche Bahn AG hat früher verlangt, dass wir die Wettbewerber in ihren Einkommen und Arbeitszeiten anheben. Das haben wir gemacht. Jetzt sind wir alle auf dem gleichen Niveau. Nun möchte der Marktführer DB eine Extrawurst gebraten haben. Und das wird es nicht geben mit uns. Naja, Extrawurst, darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Also klar ist jedenfalls, dass in Deutschland die Leute genervt sind, die Bahnkunden, auch weil sie jetzt gesagt haben, sie wollen möglicherweise unangekündigt streiken. Das Ganze könnte sich dann auch über die Ostertage hinziehen. Ist das wirklich ja zuträglich auch für den sozialen Frieden in diesem Land?
Nun, Sie wissen, dass Arbeitskampf ein hohes Gut ist. Und wir überziehen an der Stelle nicht, sondern das DB-Management überzieht. Mit der schlichten Aussage, das geht nicht, kommt dieser Personalvorstand hier durch die Medien und durchs Leben. Das ist nichts anderes als eine Schutzbehauptung. Er will nicht. Das Bahnmanagement hätte lange mit uns einen Kompromiss abschließen können. Aber sie versuchen unbedingt was anderes zu bekommen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DB, die jetzt im Streik sind, die sind es leid, einem Arbeitgeber zu dienen, der sich selbst die Taschen füllt, 14% Grundgehaltserhöhung macht und dann anschließend noch Millionen Boni kassiert. Aber wenn es daran geht, den Menschen im direkten Bereich, den Schichtarbeitern, etwas Gutes zu tun, dann ist auf einmal kein Geld da. Und das ist auch an der Stelle einfach unwahr. Also die Argumentation, klar, die ist jetzt ja bekannt, aber es ist ja nun mal ein Fakt, Herr Weselski, dass wir in dieser misslichen Lage jetzt sind, dass die Bahn sagt, sie kann nicht weiter gehen und sie tragen den Konflikt im Prinzip auf dem Rücken der Fahrgäste aus. Schulkinder müssen zu Hause bleiben, alte Menschen können ihre Verwandten nicht sehen. Irgendwann muss man auch mal sagen, das ist nicht mehr angemessen. Der Bahnvorstand trägt doch den Konflikt genauso auf dem Rücken der Reisenden aus. Wieso ist denn immer die Gewerkschaft allein verantwortlich, wenn eine Auseinandersetzung stattfindet? Der Bahnvorstand provoziert, der Bahnvorstand behauptet unwahre Sachverhalte. Sie haben zu keiner Zeit 2 Stunden Absenkung angeboten. Sie sind nicht bereit, eine Treppe über 4 Jahre mit uns abzuschließen, obwohl wir Kompromisse bereits angeboten haben. Und das ist doch der Hintergrund der Auseinandersetzung. Und hier hat der Bahnvorstand mindestens mal 50% genauso seinen Anteil dran. Und deswegen ist die Botschaft, die die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner hier bringen: Wir wollen auch in die 35-Stunden-Woche, wenn auch zeitversetzt, wenn auch in Stufen, in Etappen. Sie wollen einen vergleichbaren Tarifabschluss. Und dafür gehen sie in den Arbeitskampf. Also es gibt offensichtlich Klärungsbedarf, wie eben dieses Angebot zu verstehen ist. Klaus Weselski sagt uns eben, das ist offenbar so gar nicht erfolgt. Wir müssen das auf jeden Fall klären und vielleicht gibt es dann da ja doch Spielraum für Verhandlungen. Herr Weselski, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Oppel. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.